Popcorn-Action. Hallo ihr Lieben, was sind euch denn Frühlings? Fest? Gerlzofen in Regen. Heute ist ein sehr schlechter Tag für Gerlzofen. Regen, Landkreis sind wir. Wir haben Landkreis Kitzing verlassen und sind jetzt im Landkreis Schweinfurt. Ich fahre immerhin nach Gerlzofen über Volker. Ja, und wie seht, ist es hier Regen. Regen, Regen, Regen. Regen, Regen und das nicht wenig. Alter. Und heute ist ja Frühlingsmarkt, verkauft am Sonntag. Plus noch Tuning-Treffen da, gleich da auf der rechten Seite. Das wird da vielleicht was sein noch, vielleicht auch nicht, weil da ein bisschen Bedachung hat. Da rechts. Ist etwas, aber es ist nicht so. Das ist gar nichts los. Ja. Das fällt im Wasser. Das kannst du ja vergessen. Regen. Das Tuning-Treffen verfließt heute in Regen. Aber keine Angst. Am 1. Mai ist der Maika in Giebelstadt. Danach folgt mir Ende Mai wieder das Tuning-Treffen in Nürnberg. Was gibt's zu essen heute? Ja, Regen. Nee, du kannst echt vergessen. Und es ist immer zu nicht schwach. Das kannst du vergessen. Kannst du ja vergessen, total vergessen. Du machst zu, es ist ja. Also, das Wetter ist heute echt mies. Ja, Moment. Ja, war aber schwarz. Und will zurück. Da drüben stand noch so Film, Fotografieren verboten. Naja, keine Ahnung, was ist das? Ja. Was willst du noch treffen machen? Die Leute gehen doch wieder. Klar. Ganz ehrlich. Bei so einem Mist, was willst du noch treffen? Sind nur noch die Autos da, wo verkauft werden. Ja. Das kannst du vergessen. Gehst du da aus? Nee. Oder war ich nass? Na klar, wirst du nass. Schau, wie stark es regnet. Oh, das heute haben wir. Kannst du ja. Aber was wird bei den Tuning-Treffen durchlaufen? Also wirst du hier viel laufen. Viel Regen. Viel Regen. Ja, schnulles Regen. Viel Regen. Schnulles Regen. Schade. Viel Regen, kannst nichts machen. Aus ist nass. Normalerweise laufen wir durch den Dünentreffen durch. Ich hab was an alles, aber ist echt nass. Alter, das ist ein Mistwetter. Aber das ist echt ein Mistwetter. Da wird man schon hier schon nass. Ja? Kannst du vergessen. Ich bin da drin und ist auch fast keiner da. Heute ist nichts mehr los. Das kannst du vergessen. Ey, wird mir hier schon richtig nass, ey. Alter,
Jetzt wird's noch mehr. Das ist richtig pistig. Alter. Zu machen. Jetzt ist richtig pissen. Jetzt kannst du echt vergessen. Ganz ehrlich gesagt, das bringt doch halt gar nichts. Heute rückt 6. Dann fahren wir wieder zurück, oder? Wenn es ein bisschen nachgelassen, dann laufen wir halt so in Charlie. Und die Polizei schon wieder da. Ja. Sind noch 5. Gut. Jetzt müssen wir noch groß auf dem Flohmarkt rumlaufen. Alles kannst du machen. Hm? Was? Man kann heute nichts machen. Und Polizei schon wieder am Türen treffen. Super. Zum Glück jetzt Oldtimer-Treffen, da ist es nicht so schlimm. Da kann man. Dieses Jugendtreffen ist eins, was kostenlos ist. Die anderen Jugendtreffen kosten mal Geld, wenn man drauf möchte. Die machen immer Frühlings, beim Frühlingsmarkt und Herbstmarkt, machen die immer gleichzeitig mit den, wenn sie verkauft auf Sonntag ist, mit den Jugendtreffen kostenlos. Ja, also kann man sagen, hier ist Saison Start und Saison Ende von Jugendtreffen. Und wie immer ist die Polizei da. Ja. Aber Oldtimer-Treffen, da ist das. Wenn man als Besucher oder als mit dem Auto Oldtimer kommt, ist es kostenlos. Nur bei einem Gemütner muss man das Geld zahlen. Aber sonst ist es kostenlos. Und ja, und man kriegt sogar noch was, sowas, noch was geschenkt, so Essengutschein oder sonst was da bei Oldtimer treffen. Und kein Polizei. Und da kommen jetzt zurzeit abgetunte Autos. Weil die sagen, das ist alles Kult. Das ist History. Geschichte. Ja. Ja, da wäre mal so viel los gewesen, jetzt ist es wieder ausgestanden. Und da wird eigentlich. Ja. Da wird schon hinten gehupt. Ganz ehrlicher wie hier. Ja, da vielleicht regnet es rein. Ja. Da ist nichts los. Ja, ist so eilig hier. Das kannst du ja vergessen. Mhm. Also, wir haben es versucht, aber das kannst du heute vergessen. So viel Regen. Gehen die meisten auch wieder hin. Ja. Und da ist dann einer, der will ganz eilig. Kann auch. Was willst du da machen? Leitung. Man kann jetzt hier was sehen, was da los ist, auch gar nichts. Da ist jetzt der Oldtimer da, aber naja. Da ist nichts los. Alles drin. Nix. Das kannst du ja vergessen. Nee, vergiss es. Ja, da ist nichts los. Zu viel Regen. Ja. Ja, die Autos angucken kann man heute auch nicht so richtig. Das kannst du vergessen. Das kannst du heute vergessen. Du wirst da so noch was angucken. Das kannst du vergessen. Normalerweise sind wir das da reingewissen, aber jetzt kann man auch. Wir können es vergessen. Zu viel Regen. Das macht keinen Spaß. Die Leute wollen schon wieder weiter, ey. Wetter heute nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Was gibt's da noch? Oh, war schon längst. Tue ich mich aus, kann nicht. Wetter heute nicht gut. Nicht gut. Kommt mal da rein, oder? Hingehen. Ich habe keine Ahnung.
der Spielstraße ist der Fluss. Da war das gespielt. Doch, da drüben war früher mal Dings drin, der Fahrschule. Ja, und das hier ist. Eine Kirche. Ja, das kannst du heute auch vergessen. Wo kommen wir da raus? Und da wollen wir nicht rauskommen. Und ich weiß gar nicht, wo wir das sind. Auf dem Bauplatz. Da regnet das ein bisschen auf. Ja, aber du hast keinen Bauplatz. Da kommst du nicht rein, der ist zu eng. Und da vorne? Nee, da hab ich auch gleich Wagen. Oder? Wieso? Eine Stunde das Wagen. Ich weiß nicht, ob du da nicht passt. Ja, dann fragen andere Leute auch noch hierher. Hm? Ja, und dann? Ja, ob du da nicht passt, weiß ich ja, nicht. Ja, schon. Aber? Aber ich weiß gar nicht, wo wir sind. In Schweinfurt, in der Rothofen? Ja, wir können ja kurz durchlaufen. Hier ist kurz Regenpause. Ja, das ist, hat doch er so gemacht. Dann können wir nachher nochmal in KD, noch im ersten KD und dann. Ja. So, wir sind mal zum Bauplatz gekommen. Jetzt können wir doch durchlaufen. Das wird aber ein anderes Video. So, was war's? Es ist nass, es ist kalt, es ist einer durchgelaufen, es hat auch kurz regnen und hat es wieder angefangen zu regnen. Es kommt gleich wieder. Und kommt gleich wieder. In der Lied ist. Das könnte man ja vergessen. Das Wetter macht heute nicht mit. Zumindest habe ich ein paar was gekriegt, wo ich so weit laufen müsste, ne? Haben sie gut gemacht. Wurde es gut gemacht. Wochenende, oh, da warst du in die Zeit auf dem Frühlingsmarkt voll krach beim Frühlingsmarkt verkaufen vom Sonntag oder Frühlingserwachen. Da kannst du mit T-Shirt rumlaufen, hier regnerisch und kalt. Alter, da ist ein Turm. Ich kann jetzt nicht da vorbeifahren. Man muss schon vorbeifahren. Es geht auf April zu. Und April macht was er will. Ich habe noch keinen Westfalen entschieden, wo es schneit. Oh.
Auto war eine Spielstraße. Hast du gehört? Da hat es geschneit. Ja. Da bezahlen wir weiter als unsere Freunde. Ach, hast du auch keine Hände? Ja klar. So, ich dann nicht. Ich hab keine Hände. Was sagst du, ich habe nur mit dem GoPro gefilmt, dann weiß ich nur mit der GoPro nur die Autos filmen, weil ich reingehe und den Rest halt mit Handy oder fotografieren und filmen. Aber nee, das konnte ich nicht, weil die Hände wären so kalt. Das geht eigentlich, aber ich kann jetzt, meine Jacken sind alle zu lang. Das ist Geomaris. Meine Arme sind das ganz lang. Das ist Geomaris, das schwimmert hier. Ich finde das sogar besser als ein Snowland als Würzburg. Und weiter geht's. Die Rutsche ist heftig. Nee, die Rutsche schaut irgendwie nicht so schlimm aus. LED-mäßig. Steht auf Stufe schwach drauf. Und? Aber geht schnell ab runter. Die ist kurzer, geht schnell runter. Wie bei beim großen Schwimmer Palmbeach, seine schnelle Rutsche da. Die geht ab. Die ist so. Die schaut harmlos aus oder ist die harmlos? Das geht mal. Täuschung. Ja, das ist so, dass man sich unrechnet. Das ist geil, ja. Also früher beim Herbstfest oder Frühjahrsfest oder Herbstfest, wie er war, da ich erstmal hier war, habe ich einen Dschungeljacken in Garzhofen, von dem XM-Kasten, war hier noch, hier unten standen laute Oldtimers und Traktoren. Was war denn jetzt? Auto sagt, es ist zu kalt, es ist 3 Grad. Ja, ich habe die Heizung hier angemacht, es ist wärmer geworden, es ist wärmer wird. Es ist 3 Grad! 3 Grad! Vom Wasser 5 Grad bis 3 Grad! Leute, die Temperatur geht runter hier. Und schon wieder blödelt. Ja. Ich muss ja links fahren. Okay, dann bin ich links. Der wird doch wieder noch mal runter. Ne? Das ist auch bald schneit es noch wieder. Guck dann den Schnee wieder. Ich hab gesagt, wir haben drin, gestern hat es geschneit. War doch gestern einer gezeigt. Und davon ist der Edeka wieder. Ja, weiß ich, wo sind. Ach ja, das ist da vorne ist der Edeka, der einzigste Edeka, wo ich kenne. Der von Einkaufswagen keine Mütze brauchst. Den echt Einkaufswagen ohne Münze. Also du kannst so nehmen, ohne Münze, weißt schon? Ja. Überall brauchst du einen Einkaufswagen Münze, hier nicht. Die sind alle ohne Münze. Ne? Das ist voll cool, oder? Ja. Habe ich sogar ein Video gemacht. Guck mal hier, ein Einkaufswagen ohne Münze. Nur der Edeka hier in Karlshofen. Ja, normalerweise hast du an deiner Tasche immer so ein Teil dran, wo du bloß reinstecken und rausstecken musst. Ja, egal. Normalerweise tun wir hier eigentlich parken bei Edeka, wenn hier Stadtfest ist oder sowas. Das einzige Babas, du bekommst, weil drin war. Normalerweise hätten wir jetzt eigentlich keinen Babas bekommen, wenn es so ein schönes Wetter gewesen wäre, gell? Drin. Ja, genauso, wo das hier das Stadtfest ist und dann das 3 Tage Stadtfest hier. Der letzte Tag, der Sonntag, wo es dann dieses Geoklassik ist, das Ultimate-Treffen hier. Das ist alles voll mit Parkplätzen. Aber den Tag war Edeka Babas richtig frei. Man sieht, aha, okay. Warum? Es war zu heiß, gell? So, vorne ist die Sonne. Bei Tuning-Zeug. Ja. Die haben auch kein gutes Wetter insgesamt. Das sind fürs Wetter, für Tuning-Treffen echt schlecht. Ja, ich muss was angucken. Was dann Toilette? Mhm. Ja.
Kein Problem. Achso, da. Ja, guck mal, wie eng das ist. Achso, weiß ich ja nicht. Da zwischen hast du. Ja, kann man vielleicht fragen. Kommt so, okay, dann mal. Ja. Lass mal so warten. Ist das hängen bleibt. Ja, wir haben halt deinen Sportauspuff von Supersport. Und hier haben wir die Spurplatten, die mit diesen Sportfelgen, die für Winter ist. Und im Sommer kommen wir die M-Felgen, die Schwarzler Kids sind. Da müssen die Spurplatten hier runter machen, weil sonst hier am Anstoß oder komisch Geräusche macht. Die mussten wir extra eintragen lassen beim TÜV, haben wir sie eintragen lassen. Und was sie gekauft haben, da war es noch nicht so weit. Da war ich beim TÜV, da hat der TÜV gesagt, 2022 hat er gesagt, da brauchst du nur AB, es reicht. Dieses Jahr hat er gesagt, oder 2022 oder 2021, hat er gesagt, der Dekra, das reicht, nur AB, das reicht. Und letztes Jahr, wo wir mit TÜV waren, hat der TÜV gesagt, es muss eingetragen werden. Hat es alles eingetragen und fertig. Und da haben wir drinnen dann von KN den Sportluftfilter. KN, Baumwolle, Sportluftfilter und die besseren Lichter. Standlicht in LED. Der Stand ist in LED und das Abblenden fertig ist 150% mehr Lichtbilder von Philips. Ja, man muss halt das machen, was man sich alles leisten kann. Und optisch habe ich hier Captain America bestellt und dann hier Figuren, die ich dann immer zum Treffen immer aufstelle. Aber es ist Wetter und mit dem kleinen Treffen geht es halt nicht. Und die Captain America, und die Sitze, Sportsitze habe ich mit Captain America T-Shirts. So, Captain America, look. Und der Quad. Hast du noch ein Dings und BMW-Kissen? Ja, alles drin ist dann Dekoration. Und der Quad ist ja auch sportlich, da ist ja auch ein. Also ich habe zwei Sportfahrzeuge und den kann ich immer entscheiden, mit welchen ich auf dem Treffen fahre. Jetzt kommt der Auto. Es kommt, da habe ich noch eins. Musik, aber wir wollen das mal. Da waren heute, davon sind wir nicht von dem von Ding gewesen. Ich fahre wieder nach Würzburg über Volkach zurück. Das ist die Haltung klappert, weil der Boden so innen ist. Das schaut aus wie die Frau ohne Oberkörper, ne? Das ist halt mit der Ghost, ne? Ja, die jungen Fans muss man auch gefallen tun. Das, ja, das Video hoch, das ist halt immer so Sache, wie lange es dauert, das Video hochzuladen. Ja, was haben wir hier? Warte mal. Damals auch ein schöneres Auto. Auf einmal hier ein Sierra GT Ford. Ja, es kommt halt wieder, weil das kurze Regenpause ist, aber das hält nicht lange an. Wie gesagt, meine Fans, die mich betreffen wollen, sehen wollen oder auf mich sein wollen, müssen es nur sagen, da können sie drauf sein. Egal,
Nicht schlecht und welchen Alter? Ist mir egal. Ich bin für meine älteren Fans, für mittlere Fans und für ganz junge Fans da. Die meine Begleiter, wie heute bei mir Schwarz oder wenn der Christian dabei ist oder Sebastian, die werden dann helfen beim Filmen dann. An die Kamera dann. Beim Ding habe ich ja auch meine ganzen Fans beim Frühjahrsvolksfest dann draufgelassen auf dem Video. Ja klar, wolltest du was drauf sagen noch? Kannst du? Ich erlaube es, kannst du grüßen, sagen was. Ich erlaube meine Zuschauer und Fans, die da sind, was. Da können sie auch mal kurz mal ein Star sein, oder? Etwas Gutes tun ist immer Gutes. Ein gutes Werk. Damit anderen Freude machen kann, ist immer gut.